Welcome, Omega Black. It's time to take our base back from Warface and prove your loyalty in combat. You are killing your former allies. This is the point of no return. There's no turning back. Leute, wenn ihr das Video gerade seht, sollte ich in Kürze live gehen oder bin gerade live, guckt auf jeden Fall im Livestream vorbei. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute mal wieder mit ein paar Warface News. Einige von euch werden ja mit Sicherheit das letzte Update Blackwood hier mitbekommen haben. Ja, der Spezialeinsatz Blackwood sowie die neue Blackwood Base Karte Sturm und natürlich Ergänzungen der Idol Waffenserie sowie andere neue Waffen etc. erwartet uns jetzt. Gut, fangen wir an mit der neuen Spezial Operation hier. Wir alle kennen sie, haben sie bestimmt schon mal angezockt. Ich habe auch schon ein paar Runden gewonnen tatsächlich. Und bevor ihr danach fragt, in Kürze wird auch ein Tutorial zur Special Operation hier rauskommen. Aber hier nochmal für euch der Trailer. We need to cut off Oberon from the source of Cedrium, or it will be all over for us. Playtime is over. Get them! Boom. Take it down right now! Sir, our troops are aboard! I said shoot! Your general is unconcerned with your well-being. So what good's your loyalty for? You thought I wouldn't be able to find out who's been helping you all this time? Your colleagues know how to greet their kin. Corporal Yukitai, call sign Noda. According to the court martial's decision, you are sentenced to death for insubordination and defection. Carry out the sentence. Warface has seized one of our military bases, which has a network of my labs below it. Secrets must remain hidden. Omega Black, you have a chance to avenge the betrayal. Gut, ich hoffe, euch hat der Trailer gefallen. Link zu den Videos natürlich wie immer in der Beschreibung. Kommen wir zum nächsten Punkt, die Blackwood Base Karte. Ja, ich muss sagen, ich habe schon ein paar Runden drauf gespielt. Die Map gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Also ist definitiv wieder eine sehr leistungsstarke Map. Also ich habe schon von Leuten gehört mit einem schlechteren PC, die dann Lags drauf haben. Und auf jeden Fall die letzten Runden, die ich gespielt habe dort, haben echt Spaß gemacht. Also auch, es war Sturm, ich hasse Sturm, aber hat Spaß gemacht eigentlich. Ja, hierzu auch nochmal ein kleiner Film für euch.
Gut, ihr habt's gesehen. Ganz zum Schluss werdet ihr nochmal ein paar, ja, sagen wir einfach mal, nette Momente von der Map bekommen. Mit dem Blackwood Update kam auch die Blackwood Waffenserie raus. Ja, ich denke mal, die Waffen habt ihr auch schon alle gesehen. Dabei auch die neue CQB Custom oder wie sie heißt. Ja, ich muss sagen, die Waffen kann man sich theoretisch alle free to play erspielen. Und ja, ich finde das ziemlich nice. Also bis auf die F90 habe ich eh schon alle, aber für die Free-to-Play-Spieler definitiv eine sehr, sehr gute Alternative. Neu ins Spiel reingekommen ist auch die Hover Type B. Ist das ein B oder eine 8? 89 Custom? I don't know. Ja, soll eine sehr, sehr starke Waffe sein. Ebenfalls neu als kraftbare Waffe sogar. Eine NG-Waffe, die M4 Custom. Oh, endlich mal ein kurzer, einprägsamer Name. Ja, wie schon erwähnt, die ACR CQB Custom, dann die neue Waffenserie oder die Ergänzung der Idol-Waffenserie. Ja, ich muss sagen, ey, richtig geil diese Waffen. Leider gab es die Skins nicht dazu. Ich hätte mir den Skin für die Caltech echt gekauft, da ich gerade zurzeit eigentlich keine andere Waffe spiele. Ebenfalls neu im Spiel auch die Splittergranate FG4. Allerdings ist sie, glaube ich, im Spiel noch nicht erhältlich. Also ich habe noch niemanden damit spielen sehen und ich selbst habe ich auch im Shop alles durchsucht. Ja, was auf jeden Fall neu ist und hier auch bei wichtig dran steht, ihr bekommt jetzt mehr Karten für die Fertigung der Cobalt Kinetics sowie Typhoon Waffen. Ebenfalls auch aus anderen Special Operations. Also ich habe vor kurzem eine normale gespielt und selbst aus der normalen Mission Karten rausbekommen. Das heißt, man könnte jetzt noch auf anderen Wegen diese Karten farmen, ist interessant, aber da müsste man definitiv noch mal mehr herausfinden. Die sind ja immer zimperlich hier mit den Informationen. Ja, sowie halt noch ein paar anderes, ein paar behobene Fehler. Ja, wer sich's durchlesen will, Link ist in der Beschreibung. Ja, ich denke mal, ihr habt doch alle vom neuen Warface Breakout gehört, ist leider so only Konsole. Ja, ansonsten gibt's dieses Wochenende noch mal mehr Erfahrungspunkte, also nutzt es, spielt Hydra, spielt Blackwood, farmt ein paar Erfahrungspunkte. Ja, jetzt gibt's zum Schluss nochmal die paar Clips. Ich verabschiede mich hier schon mal. Vielen Dank fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Aua, irgendwas voll.